in Barcelona, dieses Spiel. Boah. Hi Leute, was geht ab? Ich bin euer Zeitessen. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Zum neuen Spiel Real Madrid gegen den FC Valencia. Copa de España in Barcelona. Ihr könnt es hier sehen. El Libertado. El Libertador. Spieler im Fokus, Cristiano Ronaldo, in den letzten drei Spielen 5 Tore. Auf dem muss Valencia wirklich Acht nehmen. Copa de España, Runde der letzten 32. Also damit meinen die 32 Teams sind noch in diesem Turnier und deswegen heißt diese Runde der letzten 32er. Ja, Griezmann, Ronaldo, Bale, der beste Sturm Europas. Ja, also sieht echt schon krass aus. Copa de España, der kann beginnen. Erstmal schauen wir das Spiel erstmal an. Oder nein, wir greifen direkt an. Mann, ich wollte den Trick machen. Mann, ey, also diesen Fake-Shot. Damit der Gegner weg von mir ist. Boah, Hakimi. Ich bleib mit Thema Party auf 2. Warum? Was ist passiert? Sag mal halt. Mach schnell Party auf 2, schnell! Gegen ich dem sagt, alles ist meine Schuld, weil wir gestorben sind. Deswegen bin ich mal kurz weg. Und Isco! Real führt mit dem 1:0! Isco! Ronaldo mit der Vorlage! Und Isco! 10. Minute! Tor für Real! Jetzt lädt mich Steven ein! Das macht keinen Sinn. Jetzt lädt mich David in seine Party. Sorry. Ne. Ist das Video vorbei? Nein, jetzt lädt mich David in seine Party ein. Ronaldo, was ist das? Neto. Junge Neto, Alter. Ich bin mal kurz weg. Dann geh doch zu Netto. Die Verbindung von dem Kack, glaube ich, immer ab. Ich schwöre, ich verpasse den Penner jetzt, Alter. Der Sohn ist ein richtiger Penner. Ich will ihn nicht die ganze Zeit ein. Was sind angenommen? Hä? Nein, ich bin ganz klar, ich blockiere den jetzt auf der Plätze. Du hast gerade mit ihm gesprochen, oder nicht? Ja, aber jetzt nicht mehr. Jetzt blockiere ich den auf der Plätze. Mach ihn nicht. Willst du was da drauf haben? Ja. Danke, um den Sack. Groß! Ronaldo! Oh nein! Montoya, ich glaube, der wurde direkt ausgewechselt. Ja, Montoya, also schlimme Verletzung. Ey, Junge! Digga, Alter! Komm ja, Digga, nicht.
Kevin! Kevin ist doch hier! Ja, dass du hier so oft eingeladen bist, deswegen kommt das immer wieder. Du musst eine Einladung erhalten. Du brauchst eine Einladung erhalten. Von Dave, also von daher. Endlich hat die scheiß Einladung auf, Alter. Du nervst manchmal. Ich? Ich sagte, du nervst manchmal. Wer nervt also, okay, manchmal? Steven! Nervt der nicht immer? Ist Tyler da? Nein! Herr, aber war David nicht mal bei dir? Und hab zusammen gespielt? Leute. Egal, sein Internet verreckt immer noch. Ja, Real. Ah, Bale, Alter. Junge, ich verkauf dich gleich. Man denkt, ich verkaufe Gareth Bale. Nicht dein Ernst. Oh, I am the one. Kann gerade auch nicht. Die ersten Momente mit okay. Irgendwas läuft bei Real gerade schief, aber ich streng mich auch nicht so an. Weil wer strengt sich bei so einem Spiel? Es ist zwar ein Pokal, aber ja. Muss man sich da wirklich unbedingt anstrengen, Ronaldo? Mann, ey! Ronaldo, Alter! Ich box dich weg! Ich box den Spieler weg, der Ronaldo den Ball weggenommen hat, Alter! Du wirst gleich weggewoxt. Weggewoxt, alles klar. Weggeboxt, egal. Wir machen ja eh nochmal ein Türchen hier. Boah, hab ich den gerade ausgetrickst. Oh. Egal. Boah, ey. Einmal mit dem angetäuschten Schuss, Alter. Und dann läuft's bei ihm. Gareth Bale. Bei dem muss ich... Einmal... Cristiano! Manchmal muss ich einfach mit Ronaldo drauf schießen. Und Ronaldo! 2-0! Ronaldo trifft immer. Ronaldo trifft immer. Erste Halbzeit haben wir gut überstanden mit einem 2-0. Ja, wird eigentlich jetzt schwer, weil wir haben gerade unsere beste Elf in diesem Pokal drin. Ah, Junge wollte wieder den Trick machen. Haben wir einmal nicht aufgepasst, Leute, ich komme gleich wieder. Haben wir einmal nicht aufgepasst und direkt Mina. Ah.
Schön ausgetrickst. Schön auf Ronaldo. Boah! Hab ich da gerade einen Trick rausgehauen? Boah, ey. Der hat gerade den voll ausgetrickst. Ronaldo brauchte nur ein Bein, um einen auszutricksen, Alter. Boah. Mann, ich wollte gerade sagen, ich rasiere gerade Valencia, Alter. Ihre Spieler können nichts. Wenn ich jetzt gleich den Torwart noch dazu rasiere. Ich kann nur nicht sagen, wie Ronaldo jeden Spieler gerade austrickst. Wir mussten den gerade austricksen. Ah, Leute, wir mussten den gerade austricksen. Um die Ecke nochmal perfekt hinzubringen, Ronaldo. Schade. Schade. Lato. Hat er gerade den Ball verloren? Oh, armes Kind. Boah. Oh, habe ich dich gerade rasiert mit CR7. Daniel Ceballos. Abgefälschter Treffer, aber ich bin zufrieden gerade. Junge, wenn Ronaldo so rumtrickst, da wird die Abwehr doch schon längst schwindelig. Ha, ich liebe es. Junge. Sergio Ramos, Yala. Sergio Ramos, der kriegt dich jetzt weg, Alter. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Egal. Gerade Griezmann rasiert. Gibt seine Double Pump. Junge Griezmann. Der kommt da frei durch, ohne Probleme. Das ist einfach unfassbar. Sergio Ramos! Ich werde den gleich wieder mit CR7 was zeigen, Alter. Die können einfach nichts. Ha! Oh! Oh! 4:0! Boah, war das gerade gut. Wir tricksen wieder mit Ronaldo herum. Junge, Junge. Ah, das war gerade ein Fehler. Abstoß. Also, wir können uns null. Also, wir können uns ohne Probleme gegen Valencia durchsetzen. Aber das war gerade ein Problem. Sergio Ramos. Erstmal groß anschießen. Ah, ich will, da muss ich irgendwie rumtricksen. Garal. Ja, manchmal muss man einfach rumtricksen. Die Riesenchance für Valencia zum 4:2. Aber Valencia kann eigentlich nichts dafür. Weil Real, die wissen doch eigentlich, dass Real die beste Mannschaft auch ist. Also macht das auch nicht so viel schlimm,
dass sie verlieren. Aber eigentlich ist Valencia auch eine La Liga-Mannschaft. Also, das passt irgendwie zu La Liga, nicht direkt rauszufliegen. Aber es passt auch, dass Real weiterkommt. Also zwei Dinge machen gar nicht Sinn. Und zwar, dass wir direkt erstmal gegen Valencia mussten und Valencia direkt raus und wir weiter. Bei Real klingt das ja ein bisschen logischer, dass wir weiter sind, aber doch nicht gegen Sevilla. Ich denke, Sevilla wäre doch zum Halbfinale oder so gekommen. Und da wären sie doch, glaube ich, glücklich. Aber so mit sowas glaube ich nicht. Mit sowas sind die, ist Sevilla, glaube ich, Valencia. Was laufe ich da eigentlich mit Sevilla? Ich glaube, Valencia ist auch nicht zufrieden, direkt rauszufliegen. Warum bist du rausgegangen? Keine Ahnung. Lass das nur immer noch. Ja, gleich habe ich es beendet. Abseits. Also, David, du, Jaden, du weißt gar nicht, wie ich gerade. Du weißt gar nicht, wie ich gerade jeden Spieler von Valencia ausgetrickst habe. Ich habe die so rasiert, Leute. Also Leute, schreibt in die Kommentare. Ich habe nur mit zwei Tasten. Und dann hat Ronaldo die Tricks ausgepackt. Wartet kurz, Leute. Mein Ball ist gerade weg. David, Jaden. Ist der wieder rausgegangen? Leute, ich habe das nicht erkannt. Ja. Ja, aber das war gerade richtig nice. Ronaldo packt seine Tricks aus. Ne, Leute. Ja, alles beste Mannschaft der Welt. Weil sie alle rasieren. Ist ja auch eigentlich unterschiedlich. Jaden, ich habe Video beendet. Ja, wir gehen mal weiter. Neto war diese Partie auch nicht so schlecht. Kann ich was fragen? Nee. Ja, Leute, das war's mit meinem Video. Like dieses Video, teilt dieses Video, abonniert meinen Kanal, abonniert Zeit Gaming, abonniert Nero Gaming, abonniert Killer Edge Gaming TV. Das war's mit meinem Video und ciao.